Und das ist es mal wieder, die beschissenste Idee, die wir seit langer Zeit hatten. 25, 50 oder 100 Euro, wenn ihr mich in der Innenstadt zum Lachen bringt. Ich bin mal gespannt, ob da jemand mitmacht. Die meisten Leute glauben scheinbar nicht an das Konzept, aber wir schauen einfach mal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem wunderschönen Video. Auf dann. Die Frage, die sich Leute stellen, wie viel Geld hast du denn dabei? Ich habe genug auf jeden Fall dabei. 25 Euro, weil ich werde keinmal lachen. Willst du es probieren? Was? Willst du es probieren? Ich kann es bestimmt probieren. Mein Kumpel trägt seit dem Spüren. Das ist mal eben kurz 2 Stunden weg. Scheiß Süß-Sauersauce mit sich rum. Ich check's nicht. Vorhin an der Seilbahn fällt ihm mir aus Tasche. Meine Süß-Sauersauce! Der kackt sich ein. So. Hat nichts gebracht, oder? Nee, hat nichts gebracht, aber trotzdem können wir gerne ein Foto machen. Perfekt. Ey, wir erhöhen gleich, glaube ich. Die Leute sind sich für 25 Euro mittlerweile zu schade, um einen zum Lachen zu bringen. Ja, komm, wir erhöhen einfach. Scheiß drauf. Okay, mein Lieber. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Borat. Wie geht dir, mein Freund? Ich habe gehört, wenn du lachst, kriege ich 50 Euro. Genau den Schein hier, ja. Aber warum? Was ist los? Du siehst so traurig aus. Ja, ich habe letzter Zeit nicht so viel gelacht und würde halt gern wieder glücklich werden. Es ist schwierig, den zum Lachen zu bringen. Ich bin raus, glaube ich. Okay, aber nice try, Bro. Danke dir. Hast du Bock auf einen Fuffi? Stell dich ruhig hier hin, bring mich zum Lachen. Ey, Digga, das war dumm einfacher. Sein Blick war so, er hat es mit den Augen. Es überlegen auch schon viele Leute, ne? Stehen halt alle hier, überlegen kurz, was könnte ich machen? Guck mal, Bro, versuchst du wirklich bei jedem Video von mir, wo es um Geld geht, einen Schnapp zu machen? Du arbeitest für mich. Hi. Ich bin gleich. Yes, I do. Ja, ich nicht. Perfekt. Perfekt. Darf ich das Geld haben? Nein. Das ist schlecht. Alles klar. Kannst du mal ganz kurz aufschieben? Ja. Ja? Du hast was verloren. Alles klar. Nice try, Mann. Wir waren gerade bei Five Guys. Echt jetzt? Ja, aber hinter der Theke waren noch 4 Guys. Ich glaube nicht. Bro. Ah, scheiße. Jawoll! Fuck yeah! Hey, Bro, halbe Witze-Theater hier. Tobi, wir brauchen mehr Geld. Um sowas zu verhindern, kann man natürlich auf Ratenkäufe setzen. Aber die sind natürlich extrem gefährlich. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Partner Anyfin. Da kauft sich das per Ratenzahlung und plötzlich hat man einen Kredit an der Backe. An sich ist das Ganze ja ziemlich praktisch, nur Zinsen tun halt echt weh und sind meistens ziemlich hoch. Auch ich habe damals selber meinen ersten PC tatsächlich zu Anfang von YouTube auf Ratenzahlung gemacht. Und das war, glaube ich, nicht so die beste Idee. Wenn ich ehrlich bin, habe ich an diesem dummen PC-Handel viel zu viel Geld für Zinsen ausgegeben, die ich mir eigentlich hätte sparen können. Und genau da kommt Anyfin ins Spiel. Denn Anyfin geht hin und prüft eure bestehenden Ratenzahlungen und Kredite und guckt, ob die Zinsen und die bestehenden Konditionen überhaupt fair sind. Es ist super simpel. Ihr macht einfach ein Bild von eurer letzten Ratenzahlung oder eurer Kreditvereinbarung, ladet das Ganze direkt in die App hoch und der Anyfin-Algorithmus checkt sofort ab, ob Anyfin euch ein günstigeres Angebot machen kann. Das Schöne dabei ist tatsächlich, dass das Ganze unverbindlich und kostenlos ist. Das heißt, sollte Anyfin teurer sein als eure bestehende Ratenzahlung oder euer Kredit, kommt das Ganze für euch nicht in Frage und Anyfin berechnet euch dafür gar nichts. Mit dem Code REWE kriegt ihr nochmal 20 Euro auf eure Ratenzahlung abgezogen und ich würde sagen, das schmeckt besonders gut. Und ganz wichtig, meine Freunde, checkt in Zukunft auf jeden Fall ab, ob es sich überhaupt lohnt, was auf Raten zu kaufen. Und wenn ihr etwas auf Raten kauft, dann guckt unbedingt auf das Kleingedruckte und die Kreditbedingungen. In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin mit dem Video. Danke an Anyfin, Kuss geht raus. Geht auch mit Handy. Klar. Warum gibt es im Flugzeugklo kein Fenster? Wer soll da reingucken? Wenn ein Forscher sich ein Sandwich macht, ist das wissenschaftlich belegt. Schade, schade. Trotzdem netter Versuch. Ey, du kannst 50 Euro gewinnen, wenn du mich zum Lachen bringst. Kennst du Carsten Bosch? Carsten Bosch, kenn ich, ja. Ah, nicht viel! Ich weiß nicht, was mein Mikrofon jetzt damit zu tun hat. Also, so 2 Kollegen, die ich kannte, die Mama war so richtig flash. Die haben gekippt auch, ne? Natürlich. Alles klar, der zweite mit dem K-Joke. Ja. Okay. Mhm. Das ist aber wirklich passiert. Die haben so gechillt auf so einer Bank. Ja. Und dann haben die so Glocken. Jetzt hatte ich angehört, wie es würden so Pferde kommen. Mhm. Aber das waren Angler. Und dann ist denen aufgefallen, hinter denen waren die ganze Zeit Leute, die gecampt haben. Mhm. Und die haben da die ganze Zeit rumgeschrien, haben Lachkicks geschoben und so, haben übel Faxen gemacht. Mhm. Aber das waren Angler. Und dann haben die Polizei gerufen. Und jetzt haben die keinen Führerschein mehr. Weil die gekickt haben. Ja. Mein Beileid an deine Kollegen. Ja. Ja. Und traurig eigentlich. Ja. Aber fast so traurig wie deine Karriere. Mhm. Dass ich jetzt hier sitze, ne? Ja. Du hast genau, ich hab's geschafft, Mann. Scheiße, Alter. Können wir noch kurz Foto natürlich machen? Gerne, mein Lieber. Nee, es funktioniert einfach nur traumhaft, wirklich, das ist es. Also, ich wünsche mir halt einfach, dass jemand mich halt einfach anschreit oder so, weißt du? Okay. Ah! 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 Ah!
Euro. Ja, 50 Euro. Hast du gerade eine Lieferung drin? Ja. Egal. Naja, lass dir Zeit, alles gut. Mhm. Weiterarbeiten. Ich wünsche dir was, Mann. Mach's gut. Ciao, ciao. Habe ich nicht verstanden. Wo kommen die ganzen Leute her? Also du brauchst mich jetzt nicht anstarren und anschreien, weil das hatten wir schon. Okay, Mann. Okay. Du bist wieder Level schon ganz alt. Wusstest du das? Halt ihn, Sam. Du lachst gleich, ich weiß es noch nicht. Also kannst dich wirklich 10 Minuten hinstellen, ich werde nicht lachen darüber. Bro, halbe Kölner Innenstadt hier, es geht. Dicker Junge, was ist das für ein Sound? Schweinegeräusch. Das ist es, Mann. Ich schwöre, Marc Eggers würde richtig Auge machen, ne? Okay, erzähl's mir. Interessante Schuhe hast du auch. Danke, du auch. Glaubst du auch nicht schön? Die Schuhe? Ja. Ich finde die sehr schön. Schön, weil ich habe das letzte Mal gesehen, diese hässlichen. Warum betrügst du mich? Ja, das ist meine Freundin, also... Warum betrügst du mich? Wir kennen uns ja nicht. Das... Nein, warum betrügst du mich? Also wir kennen uns ja nicht. Das... Nein, tust du nicht. Das ist jetzt auch sehr unangenehm. Aber was ist unangenehm? Ja, wir kennen uns ja nicht. Also ich habe ja eine Freundin, deshalb... Ja, genau. Hallo, wieso? Ey, das war wirklich lachend. Ich nicht. Hi Leute, Anni Marokkaner, die auch sehr gern marokkanischen Content mögen. Mein Name auf TikTok ist Mike Mina, M3AK und dann Mina dahinter. Ich freue mich. Wenn ihr mich jetzt nicht betrügen wollt, lasst mal einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar, ob ich das normal machen soll. Okay, soll ich das jetzt zum Lachen bringen oder was hier? Der macht unser Set kaputt. Fahren Sie bitte weiter, was soll das? Ey Tobi, tape mal die 100 drauf. Das ist mein letztes Geld, Jungs, ich sag's euch ehrlich. Close one, though. Close one. Okay, we get 20 for the effort, right? Perfect. Thank you. Tut mir leid um das Eis hier leid, ne? Ey, so schwer ist das doch nicht, oder? Guck mal, eine Person doch hier. Ganz genau. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, nicht schlecht. Okay, nicht schlecht. Er musste verknacken. Mhm. Er hat aber geschmunzelt. Aber das zählt nicht. Guck mal, für den Hundi muss ich richtig lachen, weißt du. Ja, ja, safe. You're trying? Can I get like 10 Euro for effort? 10 Euro for efforts? I mean, depends, right? No. No, please don't. Please don't. Please don't. Please don't. Bro, don't. Nice try, though. Also, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, das war ein Top-Joke auf jeden Fall. Alles gut, das ist eine GoPro, die ist wasserfest. Hey, sehr stabil. Junge, what? Hä? Okay. Warte kurz. Ey. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Vorbei. Vorbei. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Digga, sie hat eine Perücke aufgehabt. What the? Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann wieder in der Kölner Innenstadt. Kuss an alle, die mitgemacht haben. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.